aus dem ewigen Licht des Ein Sof komme ich zu euch, Geliebte, und ich grüße euch mit der Strahlkraft der Liebe, Omar Tassat. Ich bin Engel Zadkiel. Und ihr könnt es schon ermessen, warum ausgerechnet ich heute zu euch komme. Ich bin der Engel, der dich tief in dein Innerstes hineinführen kann. Ich bin der Engel, der dich so tief in deiner Essenz berühren kann. Ich bin der Engel, der Transzendent, der heiligen Andacht und des Gebets. Doch bin ich auch der Engel der violetten Flamme. Und die violette Flamme, wie ihr wisst, ist das Werkzeug der Transformation. Und was, Geliebte, geschieht gerade in eurem Leben? Es ist so mächtige Transformation, die sich vollzieht. In jedem Einzelnen von euch, ebenso wie in eurem Kollektiv. Und ja, ich weiß, ihr Lieben, Transformation ist nicht immer leicht. Doch ich sage euch, jetzt in dieser Zeit kann Transformation ganz leicht geschehen. Löst euch von der Vorstellung, dass Transformation schwer sein muss, dass sie langwierig sein muss, dass sie schmerzhaft sein muss. Denn ich sage euch, mit der Anhebung der Energieschwingung, die jeden Tag sich vollzieht, geht alles immer schneller. Und ihr spürt es überall. Was ihr gestern noch glaubtet, was sicher ist, ist morgen schon Vergangenheit. Und all die Strukturen, die festhalten wollen an Alten, verlängern einfach nur das Leid. Und so ist es auch mit euch. Haltet ihr fest an irgendetwas, das euch nicht mehr dienlich ist, verzögert ihr den Transformationsprozess und schafft ihr Leiden. Und dies ist so logisch und so einfach und doch so schwer, so oft, so schwer für euch. Und so, Geliebte, will ich euch helfen mit einer Meditation, mit einer inneren Reise in euren inneren Tempel. Und ich sage euch, hier in diesem Raum ist ein großer Lichttempel erschaffen. Doch ihr habt euch auch eure Lichttempel in eurem Innersten. Und im tiefsten Grund eures Selbst findet ihr euren größten Schatz. Deshalb zögert auch nicht, in eure Tiefe euch hineinzubewegen. Auch wenn es sich unbequem anfühlt und ihr Angst habt vor dem, was euch sich offenbaren könnte, fürchtet euch nicht vor euch selbst. Fürchtet euch nicht vor euren tiefsten, dunkelsten Schatten. Denn am Ende, am tiefsten Urgrund eures Selbst, ist ein wunderschöner, goldener Schatz, ein Schatz der Weisheit, der Ausdehnung, des Wachstums, der Vollkommenheit. So, wer es die Tiefe scheut, scheut auch den Schatz,
Und dieser Schatz ist so viel mehr als jeder irdische Schatz. Und ihr wisst dies sehr wohl. Doch nun, Geliebte, öffnet euer inneres Auge. Öffnet euer inneres Auge und seht vor eurem inneren Auge tief in eurer Seele einen wunderschönen Lichttempel. Er strahlt in goldenem Licht, doch nicht wie irdisches Gold, nein, wie himmlisches Gold, wie transzendentes Gold, wie eine Schwingung der Ausdehnung und des gleißenden Lichts. Um diesen Tempel herum siehst du eine wunderschöne Landschaft, und obwohl es Nacht ist, kannst du durch das Licht des Tempels wunderbar schauen. Und es öffnet sich vor deinem inneren Auge ein Weg beschienen, wie von der nächtlichen Sonne. Und du gehst voller Vertrauen diesen Weg entlang, auf den Tempel zu, denn du fühlst dich von diesem Tempel so magisch angezogen. Und während du näher kommst, siehst du himmlische Heerscharen, die an diesem Tempel dienen, die diesen Tempel umgeben und die aus diesem Tempel strömen, hinein und hinaus. Und während du noch näher kommst, kommen zwei Engel auf dich zu und nehmen dich in ihre Mitte. Denn du brauchst ihre Begleitung und ihr Licht, damit du das Licht des Tempels aushalten kannst. Denn dein Energiefeld ist noch nicht stark genug. Doch jetzt nehmen die Engel dich mit in ihr Energiefeld, und dies umhüllt dich so warm, so weich, so lichtvoll, dass du ohne irgendein Zögern dich in diesen Tempel hineinbewegen kannst. Und all die wundervollen Lichtwesen, die Heerscharen, die Engelschöre, begrüßen dich mit einem Lächeln, mit einem Nicken ihres Hauptes, mit einer Geste des Willkommens und öffnen dir einen Weg zu einer großen Halle, wundervoll. Im strahlenden Licht siehst du einen großen Amethyst, einen sehr, sehr großen Amethyst. Und dieser Amethyst ist kein physischer Stein, es ist ein Lichtamethyst. Und sein Strahlen lodert wie die violette Flamme. Und doch sind all die geometrischen Formen, die ein Kristall auch in sich birgt, auch in diesem Licht. Es ist eine Lichtstruktur. Und geliebte Seele, und ich lade dich ein, halte einen Moment inne, halte inne. Und fühle in dich hinein, spüre in dich hinein. Spüre in deine tiefe Tiefe, in den Urgrund deines Selbst. Welcher Schatten, welches Gefühl, welche Angst, welche Sorge, welcher Zorn, welche Emotion
ist dort verborgen vor dir selbst, die du nun entlassen kannst, die du nun in diese Lichtstruktur hineinlegen kannst. Sei wahrhaftig mit dir selbst. Fühle genau nach, denn nun hast du die Gelegenheit. Du hast die Gelegenheit, dich davon zu befreien. Denn ich, Zadkiel, bin an deiner Seite und öffne dir den Weg. Und die violette Flamme in Form dieses Kristalls wird durch meine Anwesenheit dein Gefühl, deine Emotion, deine Angst, deine Sorge, deine Wut, was immer in dir verborgen war, was du vor dir selbst vielleicht noch gar nicht genug anerkannt hast, was du jetzt aber fühlst, was du jetzt freigeben möchtest. Es wird für dich transzendiert, transformiert. Also, Geliebte, gebe ich dir jetzt Zeit. Ich gebe dir Zeit und Raum, diesen Akt, den du tun musst, freizugeben, jetzt auch zu tun. Und wenn du ganz wahrhaftig in dir erkannt hast, was du freigeben möchtest, lege es in diesen Kristall. Lege es in diesen Lichtkristall. Und kannst du sehen, Geliebte, kannst du es sehen, wie es verwandelt wird, wie es sich in ein wunderschönes, glänzendes Licht umwandelt, ein Potenzial, eine Kraft, die dir zurückgegeben wird. Denn Geliebte, nichts geht verloren, nichts kann aufgelöst werden, es kann nur gewandelt werden. Es kann gewandelt werden in Kraft, in deine ureigenste Kraft, die auf deinen Wegen auf Erden, auf deinen vielen Wegen auf Erden verloren gegangen war, verstellt, verzerrt geworden war und jetzt geheilt, gewandelt zu dir zurückfließt. Und kannst du sehen, wie auch die Engel sich freuen mit dir, wie ihr Licht noch strahlender wird. Denn es ist immer eine so große Freude, wenn etwas geheilt ist, wenn etwas in seine ureigenste Form zurückgebracht wird, in deine göttliche Essenz eingebettet wird, sodass du dich besser spüren kannst, sodass du wieder ein Stück mehr du selbst geworden bist. Und darum geht es in diesem ganzen Prozess der Heilung, in diesem ganzen Prozess der Transformationen auf Erden, dass ihr immer mehr die werdet, die ihr in Wahrheit seid, nicht mehr und nicht weniger.
Doch ist dies alles, worum es geht, dass du wieder in deine ureigenste göttliche Essenz erwachst. Und langsam, Geliebte, ziehen wir uns zurück. Und die Engel begleiten dich. Heerscharen des Lichts gehen nun neben dir, vor dir und hinter dir und begleiten dich zurück, zurück in deine irdische Inkarnation, in deinen Körper, deinen physischen Körper, sodass du in diesem Leben, in diesem Jetzt, deiner Zeit, wieder anwesend bist. So atme tief ein und aus und wisse, Geliebte, dieses Geschenk, das dir heute gegeben ist, kannst du so oft wiederholen, wie du es möchtest. So oft wiederholen und immer neue, immer mehr in dir erkennen und freigeben. Doch du weißt, es wird dir nichts genommen. Es wird dir nichts einfach nur transformiert. Du musst erkennen. Du musst annehmen, was da ist. Sonst geht es nicht. Doch mit deiner Annahme, mit deiner Bereitschaft, in die Tiefe deiner Schatten zu schauen, wirst du den Schatz, der du wirklich bist, in dir bergen. Und so ist es, Geliebte. So ist es.